Willkommen, meine Damen und Herren, Entschuldigung, zum bereits vorletzten Minimed-Studium in diesem Herbstsemester. Es freut mich, dass trotz der etwas unwirtlichen Wetterverhältnisse heute so viele den Weg nach Feldkirch gefunden haben. Es ist aber auch wieder die Zeit, in der man besonders aufpassen muss beim Gehen, Eis, Schnee. Die sorgen schnell einmal für gefährliche Rutschpartien. Da passt das Thema heute Abend gut dazu. Und zwar geht es um Osteoporose, also um es salopp zu sagen, morsche Knochen, die leider immer mehr zunehmen. Osteoporose hat sich ja auch schon zu einem Volksleiden entwickelt. Viele merken lange nicht, dass sie Knochenschwund haben. Und deshalb möchten wir vom Minimed-Studium hier für ein bisschen Aufklärung sorgen. Die Referenten sind beide Fachleute. Ich darf Ihnen damit Primar Dr. Thomas Buchtanski von der Reha-Klinik Montafon in Schruns und Primar Dr. Günther Höfle von der internen Abteilung im LKH Hohenems vorstellen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, einen schönen guten Abend auch meinerseits. Ich freue mich natürlich besonders über das Thema Osteoporose zu sprechen und ich freue mich auch, dass viele Interessierte hier sind. Und ich möchte Sie also im Rahmen meines Vortrags durch das Thema Osteoporose führen, Ihnen einige Fakten vorbringen und Ihnen erklären, worum es bei diesem Thema geht. Also übersetzt auch Knochenschwund und Knochenbrüche. Und wir wollen uns heute Abend etwas ernster um das Thema kümmern, wie hier auf dem Cartoon dargestellt. Also ich möchte Ihnen schon ein paar objektive Informationen bringen zum Thema Osteoporose. Was ist Osteoporose? Bei Osteoporose handelt es sich um eine systemische Skeletterkrankung, die mit reduzierter Knochenqualität einhergeht und daraus resultiert ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Systemisch heißt, dass es meistens das gesamte Skelett betrifft. Also Osteoporose ist selten etwas, was nur einen Knochen betrifft, sondern wirklich den gesamten Körper. Manche Knochenanteile sind etwas stärker betroffen wie andere. Aber es ist wichtig zu wissen, und Sie sehen hier schon eine Vergrößerung von einem Knochenstückchen, wie ein normaler Knochen aufgebaut ist. Und wenn der eben dünner wird, wenn die Knochenbällchen weniger werden, die nicht mehr so gut vernetzt sind, dann wird der Knochen brüchiger. Nochmal hier eine Darstellung von Osteoporose, ein normaler Wirbelkörper hier im Querschnitt dargestellt und wenn die Knochenbällchen weniger werden, ist das Osteoporose und hier handelt es sich um eine schwere Osteoporose und ich glaube, Sie sehen alle, dass gerade dieses Areal deutlich geschwächt ist und bei einer schon geringen Belastung brechen kann. Aber es ist nicht nur dieser Faktor, der bestimmt, ob man Osteoporose hat und ob der Knochen bricht. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, ob die Knochenqualität eben in Ordnung ist oder ob sie reduziert ist. Und das ist auch wichtig, weil oft auch von früher her so das Thema Osteoporose immer nur mit der Knochendichte erklärt wurde. Ich möchte einfach Ihnen auch noch zeigen, dass es mehrere Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen. Also natürlich die Knochenmasse, Knochendichte, das ist das, was wir durch die Röntgenuntersuchungen messen können. Aber das ist eben nur ein Teil. Es kommt eben auch darauf an, wie die Knochenmasse verteilt ist, ob es eine Dysbalance gibt, ob sie an manchen Stellen wenig Knochen haben, aber auch ob sie einen langen Schenkelhals haben, einen sehr gekrümmten. Das bestimmt dann, ob sie vielleicht bei einem Sturz eher sich den Knochen brechen oder nicht. Und auch ganz wichtig, das kann man schlecht messen, eben die Materialeigenschaften nenne ich das, ob Ihr Knochen stark mineralisiert ist, weil genug Mineralgehalt ist ganz wichtig für die Stabilität. Wenn Sie zu wenig Kalzium eingebaut haben in Ihren Knochen, ja dann nutzt viel Knochendichte und Knochenmasse auch nichts. Gell? Und auf der anderen Seite ist es nicht nur die Mineralisation, sondern auch das Knochenbindegewebe, auch das kann geschwächt sein. Und das ist auch wichtig, dass man hierfür für ein gesundes Material sorgt. Und aber nicht nur das, zusätzlich ist auch wichtig, ob Ihr Knochen sehr stark im Umbau ist. Wenn die Knochenabbauzellen sehr, sehr aktiv sind, dann bestimmt das auch ein deutlich erhöhtes Knochenbruchrisiko. Also ich möchte Ihnen damit vor allem klarlegen, dass es eben nicht nur ein Thema der Knochendichte ist, sondern dass man sich eben umfassend über die Knochenqualität informieren muss und das bestimmt eben über Ihre Knochenstabilität.
Osteoporose ist häufig. Also auch deshalb sollten wir uns alle damit beschäftigen. Ja, man schätzt, dass jede dritte Frau und jeder fünfte, sechste oder siebte Mann über 50 betroffen sind von Osteoporose. Das ist eine große Anzahl. Wir haben keine österreichischen Daten. Das ist einmal auch schon schlecht. Wir sollten uns auch die Mühe nehmen, hier einmal Erhebungen zu machen. Wir können also nur rückschließen, da wir nicht so unterschiedlich sind wie unsere deutschen Nachbarn. Ich denke, wir fühlen uns zwar sehr unterschiedlich in vielen Dingen, aber bezüglich Knochen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich wenige. Dann muss man davon ausgehen, dass doch eine Dreiviertelmillion Österreicher auch von Osteoporose betroffen sind. Die meisten Frauen, über 600.000, aber auch einige Männer. Warum sollten wir uns interessieren für einen Knochenschwund, für die Osteoporose? Natürlich, es ist Ihnen klar, es geht um einen Knochenbruch, das tut weh, da muss man vielleicht operiert werden, man braucht einen Gips. Also das ist einmal ein Grund. Aber es ist nicht nur der Knochenbruch, es ist auch die Haltung. Und weil ja die Osteoporose häufig auch die Wirbelkörper betrifft, die dann in der Höhe einsinken, weniger werden, kommt es durchaus auch dazu, dass es zu Haltungsproblemen kommt, zu einem Buckel, zu einem Anführungszeichen Witwenbuckel, wie man nennt. Und es ist zwar vielleicht auch ein Schmerzproblem, aber eigentlich auch ein psychologisches Problem, wenn man gebückt durchs Leben gehen muss. Und ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Grund, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich die Schmerzen durch einen Bruch, durch die Haltung, aber auch, wir kennen das, dass Osteoporose auch einen unerklärlichen Schmerz macht. Wenn Sie zum Beispiel Osteoporose von manchen Knochen, insbesondere der Wirbelsäule, haben, dann kann es auch wehtun, ohne dass Sie schon einen Bruch haben. Und das ist auch wichtig für Sie und für manche Betroffenen und auch für die Ärzte, dass man das weiß und das auch berücksichtigt. Und natürlich heißt Osteoporose auch unter Umständen eine reduzierte Mobilität, zum Beispiel beim Knochenbruch, zum Beispiel durch Schmerzen, auch durch schlechte Haltung. Und damit steuert ein Betroffener in einen Circulus Viciosus, weil zu wenig Bewegung heißt, dass der Knochen weiter abbaut und dass man dann gar nicht mehr herauskommt. Und auch das ist also ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten. Ja, wie soll man dem nachgehen? Also am leichtesten kann man eine Knochendichte-Messung machen, um mal eine Information zu bekommen, wo man steht. Es gibt verschiedene Methoden und ich kann eigentlich relativ kurz auf den Punkt kommen. Von diesen verschiedenen Methoden über Ultraschall und Computertomographie hat sich eigentlich eine am meisten bewährt, nämlich diese Osteodensitometrie. Ist eigentlich ein Mini-Röntgen, wenn ich das vielleicht so ausdrücken darf, weil es eben so eine minimale Strahlenbelastung hat, dass auch der Untersucher neben Ihnen stehen bleiben wird. Also das ist praktisch vernachlässigenswert. Soll man sich auch nicht davor fürchten, vor dieser kleinen Strahlenbelastung. Man legt sich also auf diese Liege und dieser Arm fährt dann einmal über bis zu den Zehen und dann wieder retour und das war's dann schon. Es gibt wissenschaftlich gesehen schon jetzt Bemühungen, dieses Verfahren noch zu verfeinern. Man arbeitet an Hochauflösungs-Computertomographien und Hochauflösungs-Magnetresonanztomographien. Es gibt interessante Daten drüber, aber noch nichts, was wir jetzt im Alltag schon verwenden können. Es sind Studien, aber nichts, was wir jetzt schon umsetzen können. Wesentlich bei der Osteoporose ist es auch, wann soll man dran denken? Und das Drandenken betrifft alle. Das betrifft die Ärzte, das betrifft aber auch eigentlich jeden Einzelnen, dass er weiß, wann er sich um das Thema Osteoporose kümmern soll. Wenn jemand Osteoporose-Risikofaktoren hat, dann soll er sich natürlich mit dem Thema befassen. Welche Risikofaktoren sind, zähle ich dann gleich auf. Wenn jemand eine Erkrankung hat, die häufig zu Osteoporose führt, auch dann ist es ein Grund, sich sozusagen hier in eine ärztliche Abklärung zu begeben. Wenn Sie bereits einen osteoporotischen Knochenbruch haben, dann ist es natürlich auch ein Grund. Und da möchte ich vielleicht auch mit einem Missverständnis aufräumen, dass zum Beispiel, wenn man stürzt eben auf der Eisplatte und sich den Unterarm bricht, dann gilt das eigentlich schon als osteoporotischer Bruch oder zumindest hochverdächtig dafür. Das heißt, mit Gipsen oder Operieren ist es nicht abgetan. In der Folge muss weiter abgeklärt werden. Und sollte das nicht sowieso veranlasst werden, bitte sich selber drum kümmern. Dann auch Patienten, die Medikamente nehmen, die den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen. Und ich spreche, und es gibt doch eine größere Anzahl. Ich spreche nicht nur über das Cortison, das ist bekannt, dass es zwar oft notwendig ist, aber
eben leider auch den Nachteil für die Knochen hat. Es sind aber auch Hormonpräparate, die notwendig sind, wenn man zum Beispiel einen Brustkrebs behandelt oder wenn man einen Prostatakrebs behandeln muss. Ja, oder auch Medikamente, die bei Krampfanfällen notwendig sind, können unter Umständen hier Nachteile bewirken. Und auch dann ist es wichtig, sich auseinanderzusetzen, ob mit welchen Maßnahmen man hier dagegen steuert oder ob dieses Medikament wirklich notwendig ist. Und es können auch unklare Schmerzen, zum Beispiel in der Wirbelsäule, Anlass sein, dass man einmal der Knochendichte nachgeht. Und ich habe also schon einige Patienten behandelt, wo man eigentlich irgendwie zuerst länger mit unklaren Schmerzen in der Wirbelsäule behandelt hat und dann schlussendlich eine Osteoporose gefunden hat. Und das ist für etwas, was Sie alle selber machen können. Sie können sich mal orientieren, wo Sie stehen. Sie haben ja in Ihrem Pass wahrscheinlich oder im Führerschein noch Ihre Körpergröße stehen. Den Führerschein macht man ja üblicherweise in jungen Jahren, aber nicht nur. Und messen Sie Ihre Körpergröße. Wenn Sie sehen, 3 Zentimeter weniger als früher, dann ist es ein Grund, auch eine Osteoporoseabklärung zu machen. Ganz einfach. Und erinnert Sie auch ein bisschen daran an die Selbstverantwortlichkeit, oder? Dass man sich auch um die Knochengesundheit selber kümmert. Und wie wichtig, das ist auch ein bisschen plastisch dargestellt an diesem Foto einer Frau, das ist die gleiche Frau mit 20 Jahren. Und schon mit 57 hat sie doch leider schon einen sehr ausgeprägten Buckel entwickelt. Und ich glaube, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, indem dass man sich selbst und beziehungsweise zusammen mit dem Arzt darum kümmert, dass es nicht so weit kommt. Und ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Männer, auch hier handelt es sich um ein Paar, das sind die gleichen Personen. Der Mann hat hier durch viele Wirbelkörpereinbrüche einen halben Kopf Körpergröße eingebüßt. So kann das sein. Und nur mal auch für Sie zur Illustration. Nun, große Diskussion ist auch immer, wer soll jetzt zur Knochendichte-Messung? Ein paar Faktoren habe ich Ihnen jetzt aufgezählt. Das Thema ist nicht so ganz einfach und auch nicht immer mit Ja und Nein zu beantworten. Es gibt unterschiedliche Richtlinien. Die Amerikaner meinen, dass jede Frau über 65 zur Knochendichte-Messung soll. Die deutschsprachigen Osteoporose-Spezialisten meinen erst ab 70. Außer es liegen Risikofaktoren für Osteoporose vor. Und Sie sehen, mit welchen wenigen Risikofaktoren das dann schon notwendig ist. Wenn eine Frau einen grazilen Körperbau hat und weniger als 58 Kilo hat, dann soll sie zur Knochendichte-Messung, auch schon mit 60. Wenn sie raucht, Sie sehen schon, auch Rauchen ist ein großer Risikofaktor. Wenn in der Familie zum Beispiel Mutter oder Vater einen Schenkelhalsbruch gehabt hat, dann soll man auch schon früher gehen, nicht warten, bis man 65 oder 70 ist. Oder eben, wenn man sich schon zum Beispiel den Unterarm gebrochen hat. Und wenn man das so macht, dann wird man fast alle Osteoporose, in Anführungszeichen, Fälle erkennen, eben die 96%. Man wird aber einige Personen sozusagen umsonst zur Knochendichte-Messung schicken. Das ist der Preis dafür. Also man wird also 5 bis 6 Personen werden dann keine Osteoporose haben und bei einer Untersuchung wird man dann eben die Osteoporose nachweisen können. Aber ich glaube, wenn man sieht, was für Nachteile das haben kann, dann ist es schon gerechtfertigt, hier sehr genau vorzugehen. Und nochmal betont, also wenn jemand eine spezielle Erkrankung hat, die Osteoporose verursacht, dann muss man auch früher gehen, schon vor 50, auch schon mit 30 oder 20, je nachdem. Aber auch dazu komme ich noch ein bisschen genauer. Ja, und auch die Männer, bitte, sollen, möchte ich jetzt nicht vernachlässigen, auch die Männer sollen zur Knochendichte-Messung. Ja, also ab 50 nur solche Männer, die eben zusätzliche Risikofaktoren haben, wie Sie es vorher gehört haben, familiäres Risiko, Rauchen. Und dann aber ab 70 sollen auch die Männer gehen. Aber auch hier gibt es Unterschiede in der Meinung. Das ist die amerikanische Meinung. Die Deutschen meinen, die Männer sollen erst ab 80 gehen. Wir Männer werden im Durchschnitt kaum einmal 80 oder nur knapp drüber. Was sich die Gesellschaft wirklich, diese Fachgesellschaft dabei gedacht hat, ja, kann sich jeder selber denken. Nun jetzt da für Sie noch ein paar wichtige Informationen. Welche sind jetzt die Risikofaktoren für Osteoporose? Ja, die weiße Hautfarbe ist ein Risikofaktor und das weibliche Geschlecht. Das Alter ist ein sehr hoher Risikofaktor, also mit jedem Alter, das wir älter werden dürfen, steigt das Osteoporose-Risiko. Bewegungsmangel bis zur Bettlägerigkeit,
Ja, beim Bewegungsmangel möchte ich vielleicht ein bisschen weit rausholen. Also es betrifft schon sehr stark den Lebensstil, den also auch die jungen Personen betrifft, die Jugendlichen. Und hier zu wenig Bewegung heißt, dass zu wenig Knochendichte aufgebaut wird und auf dem Osteoporose-Sparkonto wird dann zu wenig landen. Und das zu wenig wird man damit ins Alter nehmen und wird dann früher Probleme bekommen. Also ist es schon die Verantwortung auch der hier Anwesenden, die selber Kinder haben oder vielleicht eben Enkelkinder haben, hier wirklich darauf zu achten, dass die Kinder noch einigermaßen die Chance haben, einen aktiven Lebensstil zu haben, dass sie ein gutes Knochenkonto sich aufbauen können. Also bitte, das wäre eine große Bitte und ich glaube, das ist auch etwas, das kann nicht jemand anderer für uns erledigen, die Politik oder sonst irgendwer oder der Arzt, da müssen wir selber darauf achten. Natürlich ist es ein Problem mit dem, wie unsere berufliche Situation ist und wie unsere Lebensgewohnheiten sind, aber wir müssen uns dessen bewusst sein und das Beste draus machen. Die Medikamente habe ich vorher schon kurz angesprochen, für Cortison und Hormonpräparate möchte ich jetzt nicht ins Detail eingehen. Wenn Sie schon einen Osteoporosebruch gehabt haben, auch dann dringend der Sache nachgehen, eben wenn Sie wissen, dass Ihre Eltern vielleicht einen Buckel bekommen haben oder eben Unterarmbruch oder Schenkelhalsbrüche erlitten haben. Untergewicht ist hier ein Nachteil, Klammer leise ausgesprochen, Übergewicht ein kleiner Vorteil. Das ist wenn Sie zu wenig an der Sonne sind, das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir sind relativ viel an der Sonne, aber es gibt manche Personen, bei denen es zu kurz kommt. Also vor allem Personen, die sich aus religiösen Gründen eben an der ganzen, am ganzen Körper bekleiden. Da kann es durchaus einmal zum schweren Vitamin-D-Mangel kommen. Aber bitte alles mit Maß und Ziel, sonst komme ich dann mit den Hautärzten in Konflikt, die dann eben die Nachteile für die Haut natürlich einmahnen. Eine Viertelstunde, zwei, dreimal bis viermal in der Woche würde reichen, wenn man sich im Gesicht und Unterarmen der Sonne aussetzt. Das ist nicht viel. Alkohol und Rauchen ist da jetzt nicht nur das Übliche, was ich jetzt hier vorbringen möchte, dass es schlecht ist für die Gesundheit. Ich habe schon viele junge Personen behandelt, die rein aus solchen Überlegungen schon mit Mitte 20 mehrere Wirbelbrüche gehabt haben. Also dieses Thema ist ganz wichtig, das zu beachten. Ist natürlich auch Ernährungsfaktoren, das würde eigentlich auch einen halben Abend erfüllen. Eine vernünftige, ausgewogene Ernährung ist auch ganz entscheidend. Zu viel Fleisch und zwischen den Kalziumräubern, Coca-Cola, Schokolade und so weiter, da wäre auch eine endlose Diskussion, die eigentlich zu führen wäre. Aber auch hier muss ich eigentlich an die Broschüren verweisen, wo Sie sich selber orientieren können, wo Sie stehen mit Ihrer Ernährung, beziehungsweise wenn Sie die Chance haben, dass Sie auch mal eine Diätanalyse und Diätberatung machen können, wäre das natürlich ganz optimal. Die niedrige Knochendichte in der Jugend habe ich, glaube ich, jetzt vorher über die Bewegung eigentlich schon erklärt und angesprochen. Und jetzt möchte ich zu den Erkrankungen kommen, die Osteoporose verursachen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das eine breite Masse weiß, dass eben viele hormonelle Erkrankungen das per se verursachen, sei es die Nebenschilddrüse, eine Schilddrüsenüberfunktion. Der Sexualhormonmangel ist nicht nur bei der Frau, dort ist es bekannt, der Wechsel ist hier ein wesentlicher Grund, aber auch bei den Männern ist der Sexualhormonmangel nicht so selten, man spricht nur viel weniger darüber und es ist vielleicht über die Aus, es ist nicht so leicht erkennbar. Leichter erkennbar wäre es über eine Blutuntersuchung. Rheuma ist nicht nur ein Problem für die Gelenke, sondern die chronische Entzündung kann auch Osteoporose verursachen. Also jeder, der Rheuma hat, sollte sich dem Knochenthema widmen. Nierenerkrankungen, viele Magen-Darm-Erkrankungen. Auch Tumore, vor allem eben die Behandlung der Tumore kann dann auch Osteoporose verursachen. Lebererkrankungen, schwerere Lebererkrankungen bis zur Leberzirrhose sind wichtig. Vitamin D-Mangel kann zu Knochenerweichung führen. Wenn jemand eine Nieren- oder Lungen- oder Herztransplantation hat, dann kann das leider auch zu Osteoporose führen. Und ganz selten, ich glaube, das betrifft Gott sei Dank nur ganz wenige, die angeborenen Knochenerkrankungen, wenn das Knochenbindegewebe zu schwach ist. Nun, wie die Untersuchung, wie soll die erfolgen? Ich möchte Ihnen auch sagen, man muss also analysieren, wie die Körperhaltung ist. Sie sehen zum Beispiel hier, dass es schon zu einer Buckelbildung kommt. Und Sie sehen auch hier, dass durch die eingesunkenen Wirbel
Körper eben zu viel Haut übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob man es ganz gut sieht. Die Haut fältelt sich so in der Art eines Tannenbaums. In der Mitte wäre der Stamm, die Wirbelsäule, und das fältelt sich so. Ich glaube, das wäre dann schon für einen Arzt eine Blickdiagnose. Okay? Oder auch für Sie selber, wenn Sie vor dem Spiegel sich, oder für Ihren Partner, der Sie beurteilt. Okay? Man untersucht auf Knochenschmerzen, Schilddrüse, Größe, Gewicht, ganz wichtig, aber auch Blutdruck und Puls. Und dann, wenn wirklich einmal der Verdacht auf Osteoporose einigermaßen erhärtet ist, dann soll man auch ein Wirbelsäulenröntgen machen. Hier spüre ich oft ein bisschen wenig Verständnis oder wenig auch Lust, sich noch einmal einer Röntgenuntersuchung auszusetzen. Es geht aber bei dieser Sache darum, eben eingebrochene Wirbel zu erkennen. Und dazu ist zu sagen, dass man das nicht immer spürt. 2/3 der Wirbeleinbrüche, die passieren bei Osteoporose-Patienten, die spürt man nicht. Also mehr als die Hälfte spürt man nicht und nur einen kleinen Anteil spürt man. Das heißt, jetzt bei einer Erstuntersuchung möchte ich eigentlich immer wissen, wie schaut es aus mit der Wirbelsäule. Und als nächstes muss man eigentlich auch fordern, dass eine Blutuntersuchung gemacht wird, weil man eben mit den Blutuntersuchungen diese Erkrankungen, die man nicht immer spürt, die Nebenschilddrüsenüberfunktion entdecken kann, die Schilddrüsenüberfunktion, Nierenfunktionsstörungen, das sind alles Erkrankungen, die man oft nicht spürt. Die Knochenerweichung kann man auch untersuchen, die Leberprobleme erkennen, Blutkrankheiten können ja auch Osteoporose machen oder eben man kann mit dem Mann auch das Geschlechtshormonthema abklären. Also warum diese Dinge nicht erkennen, das ist eine Blutabnahme und hat schon wesentlichen Einfluss darauf, wie man dann die Osteoporosebehandlung steuert. Die wichtigsten Komplikationen vielleicht nochmal herausgestrichen, einiges ist schon angeklungen, die Wirbelkörperbrüche, eben die oft nicht erkannten, der Schenkelhalsbruch, Oberschenkelbruch, deshalb, weil viele dann über längere Zeit pflegebedürftig oder hilfebedürftig bleiben und eben auch der Unterarmbruch, Handgelenksbruch, der schon relativ früh auftritt. Das betrifft also schon Personen Mitte, Ende 50 oder Anfang 60. Und gerade dort ist es auch wichtig, wenn sowas ist, wenn jemand betroffen ist, dass er das ernst nimmt und gleich zur Osteoporoseabklärung geht. Und mit dieser Einleitung möchte ich dann gerne an den Primarius Buchtanski übergeben, der jetzt dann sozusagen das Thema Knochenmechanik noch ausführlich erklärt und dann auch von der Therapie her schon den ersten Teil übernimmt. Ich werde dann über Medikamente nochmal einen zweiten Teil ausführen. Danke. So, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Als Alternativprogramm wäre ja die Champions League, glaube ich, heute wieder mal gewesen. Ja? Vorträge haben wir so aufgeteilt, dass ich Ihnen ein bisschen mehr so über die biomechanischen Grundlagen etwas erzählen werde. Und zwar zumindest so weit, dass Sie verstehen, welche bewegungstherapeutischen Ansätze entsprechend möglich sind. Also der Vortrag wird sich zuerst einmal gliedern in den Teil biomechanischen Grundlagen und dann in die therapeutischen Ziele. Und ich möchte zuerst einmal mit den biomechanischen Grundlagen beginnen. Und diese Bilder, die Herr Höfle schon Ihnen dargestellt hat, zum Anlass nehmen. Wir gehen jetzt ein bisschen von der Makroskopie in die Mikroskopie hinein und schauen uns ein bisschen die ganzen Strukturen von den Grundlagen her an. Wie erwähnt, gibt es drei große Problemzonen bei der Osteoporose. Das ist der Unterarmbruch, das ist der hüftgelenksnahe Bruch und das ist der Bruch im Bereich der Wirbelsäule. Diese drei Themen möchte ich entsprechend auch dann abhandeln, dass wir zuerst einmal über die Wirbelkörper, über die Kompressionskräfte reden, über die Röhrenknochen und deren Elastizitätsverhalten und dann auch noch einen Blick auf verschiedene elektrische Phänomene im Bereich des Knochens machen. Beginnen wir einmal zuerst bei den Wirbelkörpern, bei den Kompressionskräften. Sie kennen alle diese verschiedenen Formen von Wirbelkörperbrüchen. Auf der linken Seite eine normale Wirbelsäule im Querschnitt, auf der rechten Seite eine stark osteoporotische
veränderte Wirbelsäule, wo man teilweise den Wirbelkörper schon überhaupt nicht mehr erkennen kann zwischen den einzelnen Bandscheibenbereichen. Und wenn man diesen Querschnitt im Röntgen anschaut, dann sieht man diese verschiedensten Formen von sogenannten Fischwirbelbildungen etc. etc., je nachdem, wo im Bereich der Wirbelkörper die Osteoporose dann halt stärker schon bereits zugenommen hat. Diese Bilder haben Sie nun vorher schon gesehen und diese Bilder macht im Wesentlichen eine Zelle und das sind die sogenannten Osteoklasten, also das sind diese Fresszellen, die den Knochen einfach vermehrt abbauen. Es gibt aber auch zum Glück andere Zellen, die den Knochen auch wieder aufbauen. Und so findet permanent eigentlich Wechselspiel statt und das aber schon vom Anbeginn des Lebens, dass immer wiederum der Knochen abgebaut wird, wieder neu aufgebaut wird. Dann kommen zuerst einmal diese Fresszellen, die den Knochen wegfressen, damit die Osteoblasten wieder den Knochen wieder neu aufbauen können. Das findet permanent statt, ein Leben lang. Und es ist jetzt einfach nur eine Frage des Gleichgewichts dieser beiden Zellen, dieser abbauenden und aufbauenden Zellen, wie die nun zusammenspielen. Und wenn man sich das über, in dem Fall 3 Jahre, so einen 3-Jahres-Zyklus natürlich animiert hier vorstellt, so gibt es permanent Aufbau, Abbau und so weiter und so weiter. Aber in Summe bleibt die Knochenmasse normalerweise erhalten. Anders ist es, wenn eine Osteoporose vorliegt, so kommt es zu einem Überwiegen dieser abbauenden osteoklastischen Aktivität und übrig bleibt dann mehr oder weniger nur mehr ein Skelett eines Skelettes. Es gibt nun verschiedene Medikamente, die es ermöglichen, dass dieser Abbau nun zumindest insofern stabilisiert wird, dass der Rest, der vorhanden ist, ein bisschen stabiler und mechanisch belastbarer wird. Aber in der Summe bleibt natürlich ein gewisses Restdefizit einfach vorhanden. Schauen wir mal in dieses elektronenmikroskopische Bild hinein. Das wäre jetzt das Bild eines normalen Knochen einer 30-jährigen Frau. Und Sie sehen auch das, was Herr Höfle vorher schon erwähnt hat, diese doch starken Zusammenhänge, dieses schwammartige Gebilde der Knochen relativ fest miteinander verwachsen. Und ganz klar im Gegensatz dazu, dieses fragile System eines osteoporotischen Knochens. Und Sie können sich natürlich hier vorstellen, wenn ich hier da herschaue, da gibt es natürlich relativ leicht und mit wenig mechanischer Belastung bereits Knicke drinnen, solche dünne Bällchen, die können relativ leicht knicken. Und schon bei geringen mechanischen Belastungen, wenn man hier diesen Teil hier vergrößert, sich einmal anschaut, dann ist klar, dass diese Strukturen natürlich lang nicht diese mechanische Belastbarkeit haben wie eben ein stabiler, fester Knochen. Letztlich bleiben dann nur mehr so Bruchstücke übrig, die wir eigentlich von den Höhlen her kennen. Man könnte fast sagen, dass in dem Bildvergleich mit, es bleiben nur mehr Stalaktiten und Stalagmiten übrig und diese können natürlich diese mechanische Übertragung von Lasten nicht mehr so stabil machen. Diese kleinen Knicke im mikroskopischen, fast schon im submikroskopischen Bereich, die brechen natürlich sehr leicht. Und das sind jetzt nicht spektakuläre Brüche, aber trotzdem, es sind natürlich Knochenbrüche und die finden die ganze Zeit dann statt, auch ohne große dramatische Ereignisse. Und diese Knochenbrüche in diesem submikroskopischen, ultramikroskopischen Bereich, die spürt man natürlich nicht. Die gibst man auch nicht, weil die merkt man nicht. Aber die tun natürlich à la longue schon weh und führen genauso wie große Knochenbrüche zu einer entzündlichen Reaktion, die natürlich dann auch entsprechende Schmerzen verursacht. Es geht aber nicht nur um diese vertikale Stabilisierung, sondern es geht auch um diese horizontale Stabilisierung, um den Knochen an sich stabil zu machen.
Und wenn Sie sich zum Beispiel einfach bildlich vorstellen, Sie sitzen auf einem Barhocker, der keine Verstrebungen hat, dann haben Sie hier einen sehr langen Hebel und es ist relativ klar, dass dieser Hocker mit so langen Füßen ohne Querverstrebungen nicht wirklich mechanisch das Gelbe vom Ei ist und schon bei leichten Gewichtsverlagerung zu Brüchen führen kann. Viel stabiler sind natürlich diese Hocker und darum macht man diese Querverbindungen, die verschiedene Querverbindungen haben. Hier ist dieser Hebel sehr viel kürzer und damit ist dieses gesamte System viel stabiler. Die vertikale Belastung ist aber natürlich die gleiche, aber dieses System ist natürlich ungleich stabiler. Und Sie können sich vorstellen, wenn im Knochen diese Querverbindungen fehlen, dann ist natürlich auch die vertikale Belastbarkeit entsprechend reduziert. Zum zweiten Punkt der Knochenelastizität. Knochen scheint so starr zu sein, aber jedes Material hat eine gewisse Elastizität und natürlich auch der Knochen hat eine Elastizität und braucht auch eine Elastizität. Wenn wir hier den Röhrenknochen anschauen, dann hat er da drinnen so diese schwammartige Struktur und außerhalb rundherum eine relativ kompakte Zone, die auch deswegen kompakter heißt. Dieser Röhrenknochen ist zwar komplett stabil aufgebaut, aber auch in dieser stabilen Zone findet ein permanenter Umbau statt. Sie sehen hier die Fresszellen, die sozusagen einen Tunnel durch dieses Loch bauen, dann kommen die nächsten Arbeiter, die hüllen diese Tunnel mit Betonwänden aus, die bauen einen Knochen rundherum, damit der Tunnel wieder stabil ist. Und wenn der Tunnel dann stabil ist, Sie können das auch im Großen am Pfänder momentan studieren, diese Knochenanatomie, wenn die Röhre ausbetoniert ist, dann kommen die nächsten Arbeiter und bauen eine Straße hinein und in dem Fall sind es Gefäße und Nerven und die roten Blutkörperchen, sprich die Autos, können sich wieder durch den Knochen, durch diese Höhle durchbewegen. Auch hier in diesem System ein permanenter Umbau, Abbau, je nachdem wie die Belastung halt erfolgt. Lassen wir noch die Auskleidung machen. Aber das findet eben permanent statt. Und wenn ich so einen Röhrenknochen hernehme und mit einem kleinen, relativ kleinen Gewicht belaste, so drücke ich natürlich in dieser vertikalen Belastung den Knochen ein Stückchen zusammen. Das ist nicht sehr viel. Und wenn ich diese Werte auftrage, dann bekomme ich hier diesen kleinen Punkt als ersten Referenzwert. Wenn ich ein größeres Gewicht draufgebe, dann drücke ich diese Röhre natürlich um einen höheren Wert zusammen und dieses höhere Gewicht ergibt dann einen neuen Messpunkt, weil es um eine größere Strecke zusammengedrückt wird mit einem größeren Gewicht und aus diesem Verhältnis der einzelnen Werte, wie stark das zusammendrückbar ist, dieses Material, bekomme ich eine sogenannte Spannungsdehnungskurve, was so viel ist wie das Elastizitätsverhalten des Knochens und ich kann dann eine entsprechende Belastungselastizitätskurve daraus machen. Das ist eine ganz klassische Materialprüfung, wie sie überall in der Technik durchgeführt wird und das gilt natürlich auch für den Knochen als biologisches Material. Und diese Kurven sind nun für den Knochen so, dass diese Elastizitätsverhalten entsprechend aussagen, dass eine Belastung eines Knochens direkt in der Längsachse eine viel höhere Belastbarkeit hat als eine Verbiegung in der Querachse des Knochens. Das heißt, der Körper ist relativ gut und stabil aufgebaut für eine horizontale Belastung, aber für eine Querverbindung ist er viel weniger belastbar. Also wenn ich einen Knochen brechen möchte, dann werde ich ihn nicht stampfen, sondern verbiegen und so viel leichter brechen können. Dieses Elastizitätsverhalten des Knochens
ist aber nicht nur von der Geometrie des Knochens abhängig, sondern auch von der Temperatur des Knochens und natürlich von den entsprechenden Materialeigenschaften, das heißt, wie osteoporotisch oder nicht osteoporotisch ist letztlich der Knochen. Ein Röhrenknochen wie hier zum Beispiel der Oberschenkelknochen mit dem Hüftgelenksanteil ist aufgebaut wie der Stephansdom in Wien oder wenn Sie nicht so weit entfernt wollen, wie jeder andere gotische Turm in Ulm oder sonst irgendwo. Die Natur hat einmal geschaut, wie haben das die gotischen Baumeister gemacht und haben gesagt, die machen genauso komische Spitze da hinein, sodass die ganze Last dann über wenige Streben hinuntergeleitet wird. Und die Natur hat dann gesagt, na gut, das bauen wir nach. Wir nehmen auch so eine gotische Form und bauen diese gotische Bögen in den Oberschenkelknochen hinein. Und genau über diese mechanischen Belastungszonen, dort haben wir die verdickte Knochenstruktur, dort haben wir einen starken Knochen, dort wo wir es nicht brauchen, dort bauen wir auch keinen Knochen hin, weil der Mensch ist grundsätzlich ein faules Tier und möchte nicht unnötig Material mit sich herumschleppen. Ein Knochen sollte ja auch halbwegs leicht sein, was immer wiederum dazu Anlass gibt, dass man sagt, man hat schwere Knochen und nicht so viel Körpergewicht, aber das stimmt leider nicht. Auf diese Ausrede geht es nicht hinaus. Der Knochen ist sehr gescheit aufgebaut und hat nur dort Belastungen, wo es eben mechanisch notwendig ist. Schauen wir uns von der Biomechanik noch das dritte Phänomen an. Was hat Elektrizität mit unseren Knochen zu tun? Unsere Knochen sind elektrisch. Und das Phänomen, das dahinter steckt, heißt Piezoelektrizität. Und das benutze ich momentan jetzt gerade, weil das ein Phänomen ist, wenn ich in ein Mikrofon hineinrede, dann ist da drinnen ein Quarz, der wird durch meine mechanische Schallwellen verbogen und der produziert Elektrizität. Diese Elektrizität wird dann verstärkt und zum Lautsprecher geführt. Der Lautsprecher hat den gleichen Quarzkristall drinnen, der durch diese elektrischen Phänomene sich jetzt bewegt und die Schallwellen dadurch erzeugt, weil er rundherum noch eine große Membran hat. Der Knochen funktioniert genauso. Wenn ich ein Material habe, das ich zusammendrücken kann und damit die Polarität der einzelnen Quarzkristalle verschiebe, entstehen leichte Potentialdifferenzen und wenn ich das Ganze elektrisch dann leitend verbinde, dann fließt eben ein kleiner Strom. Der Knochen ist permanent in einem flüssigen Milieu mit allen möglichen Elektrolyten drinnen, also der kann relativ leicht auch einen Strom produzieren und den kann man tatsächlich auch messen. Und dieser Strom ist es, der nun diese kleinen Fresszellen sagt, was sie zu tun haben oder was sie zu lassen haben, beziehungsweise der sagt den aufbauenden Zellen, wo sie was tun müssen und wo sie nichts tun müssen. Knochengewebe hat solche sogenannten piezoelektrischen Eigenschaften, genauso auch wie das Bindegewebe. Und entsprechend dieser mechanischen Belastungszonen, die man natürlich auch darstellen und messen kann, werden genau entlang dieser Belastungszonen nun mehr Knochen aufgebaut und dort, wo keine mechanischen Belastungszonen sind, dort wird es entsprechend abgebaut. Diese piezoelektrischen Eigenschaften sind 1957 gefunden worden und man hat dann einen Knochen eingebaut, das ist aus der Originalarbeit zitiert. Damals hat man das noch mit Handzeichnungen publizieren dürfen, heutzutage natürlich nur mehr computeranimiert. Und man hat einen Knochen da eingespannt und hat den da hin und her bewegt und entsprechend dieser mechanischen Vibrationen hat man dann gesehen, man kann ganz analog, parallel dazu einen elektrischen Strom darstellen. Nun, was haben diese drei Phänomene für therapeutische Konsequenzen? Welche therapeutischen Ziele gibt es? Und ich möchte mit den therapeutischen Zielen jetzt aus der Mikrostruktur jetzt wieder zurückgehen in die Makrostruktur, in die Lebenssituation ganz schlechthin. Und wiederum zurückkommen auf diese eine Folie.
die uns darauf hinführt, welche therapeutischen Ziele haben wir grundsätzlich. Wir brauchen Rumpfstabilität und wir brauchen Sturzprävention. Das sind die zwei wesentlichen Parameter, um die es in der Therapie geht. Die Rumpfstabilität brauchen wir vor allem für die Brüche im Bereich der Wirbelsäule, auch der Hüftgelenksnahen Brüche etc. Und die Sturzprävention ist natürlich nicht nur eine Frage der Hüfte, sondern natürlich auch des, zum Beispiel des Unterarmbruches. Wenn wir nun die Bewegungstherapie hernehmen, dann haben wir sozusagen drei Punkte, auf die ich im Einzelnen dann eingehen möchte. Und zwar erstens einmal, was bedeutet die ganze Situation von der Sturzgefährdung her? Was bedeutet eigentlich Rumpfstabilität und welche Balancetraining im Alltag können wir tatsächlich machen? Nun zuerst einmal zur Sturzgefahr. Wie Herr Höfle schon gesagt hat, das ist hauptsächlich ein weibliches Thema. 91% der Frauen über 60 Jahren erleiden einen Sturz als Heim- und Freizeitunfall im Jahre 2008. Das heißt pro Jahr. Bei den Männern ist es deutlich weniger. Und wenn wir uns die genauen Zahlen hier anschauen und hier vor allem schauen, im Bereich Sturz auf gleicher Ebene und nicht aus der Höhe oder von den Treppen oder mit irgendwelchen dramatischeren, actionreichen Geschichten, so ist es vor allem der Sturz auf der gleichen Ebene, der hauptsächlich bei den älteren Herrschaften über 60 Jahre, ältere Herrschaften über 60, nachdem es mich auch schon bald betrifft, habe ich da immer Schwierigkeiten dabei, das so zu formulieren. Aber es ist leider so. Und wenn man sich die differenziert anschaut, diese Zahl Sturz auf gleicher Ebene zwischen Männern und Frauen, so ist es bei den Frauen fast 99.000 Stürze pro Jahr, dagegen bei den Männern nur ungefähr 55.000. Und das Verhältnis Sturz auf gleicher Ebene Frauen zu Männern ist rund 60% Frauen, 40% betrifft es die Männer. Darüber zu spekulieren, was die Ursache dahinter ist, gibt es natürlich viele Varianten, teilweise auch politisch nicht ganz korrekte Spekulationsthemen dazu. Wenn man dann schaut, welche Diagnosen kommen daraus heraus, so sind es vor allem hüftgelenksnahe Frakturen, die hauptsächlich davon betroffen sind, nämlich rund in der Größenordnung 3.000 Schenkelhalsbrüche bei Männern pro Jahr und rund fast 10.000 Schenkelhalsbrüche bei Frauen. Das ist das Gefährlichste, was wir haben. Nämlich die aufgestellte Teppichkante, die zum Sturz auf der gleichen Ebene führt, in der Mehrzahl der Fälle. Und Sie können jetzt der Teppichkante von mir aus auch noch die Türschwelle noch dazu nehmen, die 1 Zentimeter hoch ist oder 1,5 Zentimeter hoch ist oder sonst irgendwelche Fallen, die am Boden liegen, wie zum Beispiel elektrische Kabel und etc. Das ist eigentlich die Sturzgefahr. Und das ist banal, die Wohnung danach zu untersuchen, ob man diese Fallen nicht auch irgendwie beseitigen könnte. Nur weil man es 20 Jahre gewohnt ist, dass da ein Teppich liegt, ist ja nicht unbedingt so, dass der noch 20 Jahre da liegen muss. Vielleicht freuen sich die Kinder über den Perserteppich, wenn sie ihn herschicken und ihnen nutzt es was. Es geht nicht um diese spektakulären Stürze nach vorne, sondern es sind diese Alltagssituationen beim seitlichen Sturz, die natürlich dann zu Brüchen im Bereich der Handgelenk oder des Unterarmes führen. Es muss auch aber nicht unbedingt immer ein Sturz auf die Hüfte sein, damit die Hüfte bricht. Und es genügt ein Sturz aufs Knie, dass die Hüfte bricht. Und wenn man sich das mechanisch einmal kurz überlegt, ist das natürlich auch relativ banal und simpel.
weil in diesem Fall es so ist, dass die Kraft, die nun von unten auf das Knie einwirkt, genau da entlang des Oberschenkels hinwirkt, und dort, wo dieser Knick ist, kommt von oben herunter die Gegenkraft, und die ist ja manchmal nicht unbedeutend, das ist die Körpergewichtskraft. Und wenn diese zwei Kräfte vom Boden und vom Körpergewicht leicht gegeneinander wirken, dann ist relativ klar, dass dazwischen eben ein relativ leichter Bruch entstehen kann. Also es ist nicht der Sturz direkt auf die Hüfte drauf, es genügt das Stolpern aufs Knie, damit die Hüfte brechen kann. Thema Protektoren. Immer wieder heiß diskutiert. Die Zusammenfassung lautet, ja, sie helfen, Schutz für die Hüfte helfen, wenn man auf die Hüfte stürzt, was aber nicht immer unbedingt natürlich der Fall ist. Also bei dem Fall, den ich vorher gezeigt habe, Sturz aufs Knie und Hüftbruch, wirken natürlich Hüftprotektoren nicht. Und das Zweite, was man kritisch dazu anmerken muss, Hüftprotektoren nützen nur, wenn sie auch getragen werden. Sie nützen interessanterweise überhaupt nicht, wenn sie in der Schublade im Nachtkästchen sind. Und ganz, ich meine, das ist eine Erfahrung, die ich von den Patienten gehört habe. Es ist natürlich schon mühsam. Man geht schlafen mit so einer Hüftprotektionshose ist nicht wirklich das super angenehme, bequeme Gefühl. Man zieht es aus. Man muss in der Nacht gelegentlich auf die Toilette gehen. Das würde bedeuten, man muss zuerst einmal die Hose anziehen im Bett, dann mit angezogener Hose auf die Toilette gehen, dort wieder ausziehen, dann wieder anziehen, zurückgehen und im Bett wieder ausziehen. So. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, aber wirken würde es an sich schon. Ne? Wenn wir nun einen Sturz haben, so kommen wir in einen Teufelskreis, den auch Herr Höfle schon angezogen hat. Sturz führt letztlich dann zumindest über eine gewisse Zeit lang zu einer Immobilisation, zu einer gewissen Ruhigstellung. Eine Ruhigstellung heißt Verminderung der physischen Aktivität. Also der körperlichen Aktivität. Und das führt dazu, dass natürlich auch nicht nur die Muskulatur weniger gut funktioniert, sondern auch das ganze Nervensensorium und Kontrollsystem. Und was sehr wesentlich ist, es führt zu einer verminderten Balancefähigkeit, wenn man einmal gestürzt ist. Und wenn man einmal gestürzt ist und eine verminderte Balancefähigkeit resultiert hat, ist natürlich das Risiko eines neuerlichen Stürzes ungleich größer. Und das führt dann dazu, dass das sozusagen immer weitergeht. Und wenn jetzt in dem Zentrum drinnen noch eine Osteoporose ist, dann ist natürlich jeder Sturz umso mehr gefährdender, je mehr die Osteoporose vorhanden ist. Und wir haben einen zweiten Punkt, der sehr wesentlich in dieser ganzen Situation mit dazukommt, nämlich den Schmerz. Ganz egal, welche Ursache der Schmerz hat, so führt der natürlich dann auch zu einer Ruhigstellung, einer verminderten physischen Aktivität, und wir sind genauso wiederum in diesem ganzen Teufelskreis drinnen. Also ist es sehr wesentlich, auch die Schmerztherapie mit einzubeziehen, ganz egal, aus welchem Grund der Schmerz vorhanden ist, weil jeder Schmerz zu einer verminderten Balancefähigkeit und dadurch zu einem höheren Sturzrisiko führen muss. Zweites Thema, Rumpfstabilität. Bei dem Thema Rumpfstabilität geht es jetzt nicht darum, die Muskulatur nur zu kräftigen, aufzubauen, Masse zu entwickeln, sondern diese Masse auch in einer gewissen Stabilität, in einem gewissen balancierten Gleichgewicht ist. Ganz entscheidend ist, wenn man zum Beispiel solche Wirbelkörper stilisiert und mal hergezeichnet als Zylinder, so geht es darum, dass die Kraft, die von oben einwirkt, die Körperkraft zum Beispiel, Körpergewichtskraft, von einem Wirbelkörper hinunter auf den nächsten Wirbelkörper so übertragen werden sollte, dass wir über die ganze Fläche, über die ganze Kontaktfläche die Kräfte gleichmäßig verteilt sind. Wenn das nicht der Fall ist und das Ganze ein bisschen verkippt ist, und das entsteht relativ leicht, zum Beispiel durch osteoporotische Mini-Brüche, die zu einer
nicht mehr symmetrischen Ausführung der Wirbelkörper zueinander führt. Dann kommt es hier auf der einen Seite zu Kompressions- und hier zu Dehnungskräften. Das heißt auf gut Deutsch, hier eine Stauchung und hier eine Zerrung. Bekanntermaßen tun beide weh. Und diese Wirbel werden stabilisiert über Muskulatur, hier sehr stilisiert dargestellt. Und wenn jetzt diese Muskeln auf beiden Seiten gleich stark und gleich schnell agieren, dann findet natürlich auch wiederum eine entsprechende symmetrische, gleichmäßige, über eine große Fläche erfolgende Kraftübertragung statt. Wenn jetzt einer dieser Muskeln entweder zu schwach ist oder zu spät kommt oder zu früh kommt in der Bewegungskontrolle, dann haben wir genau diese Situation wieder mit der Stauchung und der Zerrung, beides zu Schmerzen, beides zu punktförmigen mechanischen Belastungen. Punktförmige Belastung heißt, die ganze Last auf wenig Fläche konzentriert und damit eine höhere Belastung dieser entsprechenden Strukturen. Der Rumpf ist ganz generell das Fundament jeder Bewegung und das Thema Rumpfstabilisation zieht sich natürlich durch alle Lebensgenerationen, durch alle therapeutischen Anwendungsgebiete und ist natürlich auch damit für die Osteoporose ein sehr zentrales Thema. Und ohne hier jetzt ins Detail hineinzugehen, das bedeutet nicht per se, dass hier eine entsprechende muskuläre Stabilisierung hier vorhanden ist. Und wenn man mit solchen Bodybuildern, wir haben das gemacht, verschiedene Tests macht, dann kommt dann schon heraus, dass eine muskuläre Dysbalance besteht, also ein Ungleichgewicht zwischen zum Beispiel oberflächlichen und tiefen stabilisierenden Muskeln. Wichtig ist, dass wir den Rumpf quasi als Zylinder begreifen mit einem Deckel oben und unten. Dieser Zylinder wird gebildet mit den verschiedensten Muskelgruppen, mit den oberflächlichen und mit den tiefen Muskelgruppen und wie jeder weiß, eine Rolle wird dann stabilisiert, wenn man oben und unten einen Deckel drauf tut und diese beiden Deckel heißen in dem Fall Zwerchfell und Beckenboden. Also alle Übungen, die für die Wirbelsäulenstabilisation wichtig sind, sind immer gleichzeitig auch Beckenbodentrainingsgymnastik. Das heißt, jedem Beckenbodentrainingsübungsprogramm hilft Ihnen, Ihren Rumpf zu stabilisieren und damit Ihre Osteoporose besser, Ihre Wirbelsäule besser, auch Ihre osteoporotische Wirbelsäule besser unter Kontrolle zu bekommen. Umgekehrt, eine Bewegungstherapie, die nicht auch die Beckenboden- und Zwerchfell, sprich atemtherapeutischen Aspekte mit hineinnimmt, muss unvollständig sein. Also es geht nicht nur um die Kraft, sondern auch, was man mit diesen Muskeln koordinierterweise machen kann. Natürlich kann man diese Stabilisierungsfunktion auch noch unterstützen mit verschiedenen externen Hilfsmaßnahmen, um die Stabilisation zu unterstützen. Ein wesentliches Thema ist natürlich schon das Krafttraining, in welcher Form auch immer. Es gibt sehr viel, und darüber wird sehr viel auch geforscht, mit verschiedenen instabilen Geräten zu üben und auch Vibrationssachen zu üben. Die Kurzfassung ist, wenn es richtig angewandt wird, dann kann es sehr viel auch beitragen, aber es ist schon auch noch eine Frage der Dosierung und der exakten Überwachung, ob das für jeden automatisch gut ist, wage ich zu bezweifeln, aber es gibt natürlich Indikationen und auch Studien dazu, dass es für die Osteoporose solche verschiedenen Vibrationstrainingseinheiten etwas Gutes sind. Balancetraining im Alltag, ob Sie nun Tai Chi machen oder einfach nur Übungen aus dem Sitz heraus, aus dem Sessel heraus, ist an sich unerheblich. Sie können das auch versuchen, ein bisschen in den Alltag einzubauen, indem Sie einfach Bälle an die Wand werfen, das ist jetzt nur ein Beispiel, und dabei auf irgendetwas Instabilen draufstehen. Wenn der Boden instabil ist, muss der Rumpf stabilisiert werden, damit die Bewegung durchgeführt werden kann, und damit trainieren Sie die Stabilität, indem Sie
instabile Verhältnisse anbieten oder auch die Instabilität nicht nur im Stehen, sondern auch im Gehen machen, indem sie sogenannte instabile Schuhe verwenden und in diesen instabilen Situationen nun trainieren die Balancefähigkeit. Sie sollten das, und Training darf und muss auch Spaß machen, möglichst auch mit sozialen Events verbinden, weil nur dann wird es auch kontinuierlich gemacht. Ich meine, wenn Sie im stillen Kämmerchen trainieren, ist das ganz nett, aber nicht wirklich sehr lustig. Und Sie werden es vielleicht 2 Monate machen, wenn Sie sehr gut sind, machen Sie es sogar 3 Monate. Aber Sie werden es nicht über die notwendigen längeren Zeitraum machen, den macht man nur dann, wenn man auch sonst was davon hat und nicht nur im späteren Leben eine bessere Osteoporose hat, wenn man dann zum Herrn Höfli geht zur Knochendichtemessung, sondern man muss auch Spaß dabei haben. Eine neue Studie, die wir gerade im Raum Bregenz durchgeführt haben, sind so verschiedene Übungen aus dem Pilates-Bereich, wo wir gesehen haben, wenn man das 6 Wochen kontrolliert macht, dann hat es deutliche Verbesserungen in der Balancefähigkeit. Es macht auch Spaß. Die Herrschaften haben das natürlich in Gruppen gemacht, haben sich dann über diese Studie hinaus diese Gruppen auch erhalten und trainieren nach wie vor fleißig weiter. Was leider, so schön es ist, keinen Effekt auf die Osteoporose hat, ist Schwimmen. Weil sie hier einfach keine, das ist zwar ganz nett und Kneipen ist auch gut und das macht, ist alles lustig, aber für die Osteoporose sind Unterwassergymnastik natürlich nicht die geeigneten Maßnahmen. Und da gibt es auch sehr viele Studien, die zeigen, dass das genau leider nicht hilft, weil es einfach keinen mechanischen Belastungsreiz auf den Knochenstoffwechsel hat. Das heißt, die ganzen Osteoklasten und Osteoblasten im Wasser sagen, es ist mir eigentlich wurscht. Berührt mich nicht, belastet mich nicht und damit gibt es keinen Belastungsreiz. Also das ist das Einzige, was man leider ausschließen muss. Und was Sie nun im Alltag als Tests machen können, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, es gibt 4 wesentliche einfache Tests, die Sie im Alltag machen können. Und zwar, Sie bleiben einfach im Einbeinstand stehen, messen die Zeit, die Sie im Einbeinstand zusammenbringen. Sie messen die Gehgeschwindigkeit über 10 Meter. Und Sie messen, wenn Sie 5-mal vom Stuhl aufsetzen und sich wieder niedersetzen, auch wiederum die Zeit. Sie machen das 2-3 Mal, damit Sie sich auch an die Testsituation gewöhnen, nehmen dann den jeweils besten Wert her. Und die kritischen Grenzen sind relativ leicht zu merken. Sie sollten zumindest 5 Sekunden stehen bleiben können auf einem Bein. Wenn Sie es auf einem Bein nicht schaffen, dann wäre auch als Alternative ein sogenannter Tandemstand, also dass Sie den einen Fuß vor dem anderen hinstellen, also 10 an Ferse und in dieser Situation zumindest 5 Sekunden stehen können sollten. Sie sollten 10 Meter innerhalb von 10 Sekunden gehen können und Sie sollten beim Test aufstehen vom Stuhl zumindest innerhalb von 15 Sekunden 5-mal vom Stuhl aufstehen und wieder niedersetzen können. Dazu braucht es jetzt keine große biomechanische Laborsituation, das können Sie jederzeit auch zu Hause machen und auch öfters einmal wiederholen. Sie haben den Vorteil, dass Sie mit diesen Tests auch gleich ein Training durchführen. Und ein weiterer Test, der 4. Test, wäre der Armvorhaltetest. Sie sollten, wenn Sie so irgendwo dann hier an der Wand die Länge hier bei den Fingerspitzen messen, sich ungefähr mehr als 25 cm nach vorne beugen können, ohne dass Sie mit einem Ausfallschritt Ihr Sturz vermeiden sollen. Also es sollte für Sie möglich sein, zumindest 25 cm sich nach vorne neigen zu können. Wenn Sie jeweils unterhalb dieser kritischen Schwellen sind, dann wäre es höchste Zeit, zum Beispiel präventiv tätig zu sein. Und zwar
im Sinne einer Vorbeugen besser als heilen, jetzt nicht im Sinne nur dieses Vorbeugen, das sollten Sie mehr machen. Da gibt es ja eine ganze Menge verschiedene Initiativen, zum Beispiel der Herr Schatzmann aus Hohenems hat eine Initiative ins Leben gerufen, die Sie über die Institution der sicheren Gemeinde auch mehr erfahren können. Insgesamt hat die Initiative Sichere Gemeinde eine ganze Reihe von Senioren, Balancegruppen mit entsprechend ausgebildeten Balancetrainerinnen und Trainer ins Leben gerufen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeit, die sehr wohnortnahe auch diese ganzen sozialen Aspekten mit dazu hineinspielt. Natürlich ist es für Sie wichtig, dass Sie sich bewegen, das ist keine Frage. Und so wie Herr Höfle schon gesagt hat, das beginnt, unser Osteoporose-Konto beginnt in der Schule aufzubauen. Und umso dramatischer empfinde ich es immer, wenn Turnstunden immer auch nur ansatzweise überhaupt diskutiert werden. Für mich ist das keine Diskussion, es ist einfach eine absolute Notwendigkeit und jede Diskussion darüber ist für mich nicht nachvollziehbar. Für Sie bedeutet es, es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen. Und egal, ob Sie nun gehen, virtuell sollten Sie es nicht tun, sondern tatsächlich tun. Eines der ganz, ganz wichtigsten Dinge zum Schluss ist eigentlich Tanzen, wo Sie eine ganze Reihe dieser ganzen Komponente mit dazu in Kombination haben und was ja doch auch zumindest auch einen gewissen Grad an Spaß vermittelt. Und damit wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß und darf an Herrn Höfle wieder zurück übergeben. Danke. Jetzt haben wir Sie schon ziemlich strapaziert. Ist noch ein bisschen Aufmerksamkeit übrig geblieben. Es gäbe schon noch einiges Interessantes zu sagen und ich versuche mich jetzt auch kurz zu halten. Also geht nicht mehr allzu lange. Aber es sind schon ein paar wichtige Punkte, die wir jetzt diskutieren möchten und müssen. Bei der Behandlung der Osteoporose, da geht es also nicht nur jetzt um einen Rezeptblock und um die Verschreibung eines Medikaments. Wir müssen uns vor Augen halten, welche Ziele haben wir für jeden Einzelnen zu formulieren. Wir wollen uns das schon vermeiden, dass es zu einem ersten Knochenbruch kommt oder falls schon einer eingetreten ist, dass noch einer auftritt. Wir wollen die Knochenmasse verstärken, wollen die aufbauen. Wir wollen also Beschwerden durch Knochenbrüche reduzieren, also zum Beispiel Schmerz behandeln. Und wir eben, wie schon jetzt ausführlich angeklungen, wir müssen die Mobilität und die Funktionalität im Körper aufrechterhalten und verbessern. Und wir müssen auch was mit dem Lebensstil machen. Also Rauchen und Alkohol eigentlich schon angeklungen, ganz wichtig. Ich meine, ein Glas Bier oder Wein ist natürlich schon erlaubt, aber größere Mengen und Exzesse gehören also eingestellt und Rauchen gehört überhaupt eingestellt, nicht nur reduziert. Sonnenlicht habe ich angesprochen, Bewegung ist vom Primar Buchtanski schon diskutiert worden. Und dann komme ich zu den wesentlichen Basismaßnahmen, die jeder machen sollte. Eigentlich ob betroffen von Osteoporose, ja oder nein, man muss genug Vitamin D haben. Vitamin D wird vom Körper gebildet über genug Sonnenlicht. Trotzdem ist es so, dass offenbar wir Österreicher, jeder dritte Österreicher hat Vitamin D-Mangel und nicht nur alte Personen, sondern auch junge. Also hier erscheint es schon wirklich notwendig zu sein, die Ernährung zu verbessern, zum Beispiel eben über Milchprodukte, sich genug Sonnenlicht eben auch einwirken zu lassen oder eben, wenn man Schwierigkeiten damit hat, eben Vitamin D-Tropfen zu sich zu nehmen. Die sind immer gut verträglich. Calcium einerseits über eine gute Ernährung, Milchprodukte, aber auch dadurch, dass man eben nicht die Calciumräuber zu viel zu sich nimmt. Habe ich eigentlich vorher auch schon andiskutiert. Und da gäbe es natürlich jetzt, da wäre auch viel Zeit, noch das mehr ins Detail zu gehen. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Ein Punkt, den ich auch betonen möchte, das kommt vielleicht oft ein bisschen zu kurz. Man muss auch die Medikamentenliste mal durchgehen. Das betrifft sicherlich vor allem ältere Personen. Ja, sind zum Beispiel hier Medikamente gegen Krampfanfälle, die manchmal eben Osteoporose verursachen, die
Mittel gegen Depressionen. Wir sind ein bisschen in Verruf geraten. Sie, meines Erachtens spielen sie aber eher eine geringere Rolle bei der Osteoporose. Allerdings zum Beispiel die Schlafmittel, die viele schon brauchen. Und jeder Einzelne, der davon betroffen ist, weiß, wie wichtig das ist, ausreichend Schlaf zu haben. Aber in einer zu hohen Dosis können die eben auch die Tagesmüdigkeit fördern und dann eben zu Stürzen führen. Also auch das muss man überdenken. Und viele Medikamente, die auch wichtig sind, vielleicht bei der Parkinson'schen Erkrankung, können auch Blutdruckabfälle auslösen. Auch hier muss man eine Diskussion mit dem behandelnden Arzt führen, was da wirklich notwendig ist. Cortison kennen wir. Ein Diabetesmedikament, ein Zuckermedikament kann auch den Knochen etwas schwächen. Schilddrüsenhormon, wenn man es braucht, muss auch in der richtigen Dosis sein. Und auch das ist vielleicht auch ein Punkt, der für Sie wichtig ist. Es werden eben die sogenannten Magenschutztabletten gerne genommen und gerne verschrieben. Die haben aber zwar schon gute Wirkungen auf den Magen, aber können über längere Zeit eingenommen auch einmal Osteoporose begünstigen, meint man. Die wissenschaftlichen Akten darüber sind noch nicht geschlossen, aber es würde sich schon dafür stehen, sozusagen die eigene Tablettenliste mal mit dem Hausarzt durchzugehen, wie wichtig dann der Grund ist, diese Tabletten einzunehmen. Und man wird oft drauf kommen, so geht es mir, dass ich manchen Patienten dann raten kann, mit gutem Gewissen diese Tabletten abzusetzen. Und jetzt sind wir dann oft bei der Situation, ja, wir haben Osteoporose, wir haben sie abgeklärt und wir haben eine Knochendichte und letztlich, wir sind brav und befolgen alle Basismaßnahmen, sind an der Sonne, bewegen uns und jetzt stehen wir eigentlich davor, braucht es jetzt die Chemie, die Medikamente oder braucht es vielleicht noch nicht? Diese Frage hat man früher reflektorisch eigentlich immer mit Ja beantwortet, okay, Osteoporose braucht sofort ein Medikament. Das sieht man heute ein bisschen differenzierter und dazu gibt es jetzt sozusagen auch im Internet diese Risikoberechnung und man kann sich selber ein bisschen ein Bild davon machen. Also man kann ein paar Daten eintragen, Sie sehen Alter, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße, haben Sie schon einen Osteoporosebruch gehabt oder hat in der Familie jemand was gehabt und diese ganzen Fragen können Sie durchgehen und dieses Berechnungsmodell wird Ihnen dann sagen, wie Ihre Chance ist, in den nächsten 10 Jahren einen Knochenbruch zu erleiden. Und zum Beispiel jetzt mit den Daten, die ich hier reingegeben habe, hat derjenige Betroffene eine Chance, sozusagen, dass das fast jeder Zweite, also sozusagen ein 45-prozentiges Risiko, in 10 Jahren sich was zu brechen. Das würde heißen, von 2 Personen, die diese Situation haben, würde sich einer an Knochen brechen. Und in dieser Situation, glaube ich, ist man sehr wohl überzeugt, dass man dann vielleicht wirklich die Chemie braucht. Ich kenne aber auch viele Situationen, wo dann das Risiko deutlich geringer ist und wo man dann im Gespräch mit den Betroffenen sagen kann, okay, man kann zwar Medikamente verschreiben, aber es ist vielleicht noch nicht ganz so dringend und man kann eben mit den Basismaßnahmen auskommen. Und zu den Medikamenten. Ich habe hier eine lange Liste aufgezählt und das ist nicht dazu da, dass Sie sich da jetzt da vertiefen und Sie merken, aber einfach auch, um Ihnen zu zeigen, es gibt schon eine große Auswahl und je nach Situation werden Sie mit dem Arzt zusammen dann das wirklich Passende aussuchen. Das sind alles wirksame Medikamente und ich glaube, das ist schon schön, wenn man auch weiß, dass es mehrere Optionen gibt und man eben die passende auswählt und im Falle, wenn das eine Medikament einmal nicht anschlägt, dass man noch andere Möglichkeiten hat. Das Calcitonin ist weniger häufig im Einsatz, auch das aktivierte Vitamin D wird vor allem eben bei Nieren- und Lebererkrankungen zum Einsatz kommen. Die Hormone, da haben wir uns früher sehr drauf gestützt, die sind jetzt werden nur in ausgewählten Situationen eingesetzt, also vor allem dann eben, wenn die Wechselbeschwerden sehr, sehr stark sind und unerträglich sind. Am meisten verwenden wir doch die Bisphosphonate, die als reines Osteoporose-Medikament gelten. Über den Wirkmechanismus darf ich Ihnen noch ein paar Details schildern. Aber auch sehr gut wirksam ist das Nebenschilddrüsenhormon, das Parathormon. In Spritzen muss man sich das jeden Tag selber geben. Das ist aber auch keine Hexerei, das ist leicht möglich und ist ein relativ starker Knochenaufbau. Also gerade für schwere Betroffene ist das eine gute Option, wenn zum Beispiel Bisphosphonate nicht anschlagen. Strontiumpräparate haben auch eine nachgewiesene Wirksamkeit. Die sind vor allem bei älteren Personen gut untersucht, sind vielleicht etwas langsamer im Wirkeintritt, haben auch ein bisschen den Nachteil, dass man sie jeden Tag nehmen muss. Nach dem Abendessen 2 Stunden später und vor dem Schlafengehen
Das ist auch nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache, aber immerhin, es ist auch eine Option. Und das Allerneueste sozusagen an der Verfügbarkeit ist das Denosumab. Das ist ein Antikörper, den man zweimal im Jahr geben kann und damit sozusagen eine ganze Jahreswirkung hat. Also sicherlich eine sympathische Applikationsform, zweimal im Jahr und gut behandelt, ist sicherlich gut. Nochmal zur Erklärung, und das ist oft so im Gespräch mit einigen Betroffenen, höre ich dann so ein bisschen oder spüre ich so ein bisschen Misstrauen, kann das Medikament wirklich helfen? Und vielleicht jetzt eben zur Illustration, wie das abläuft, möchte ich Ihnen das noch ein bisschen, möchte ich darauf eingehen. Sie haben vorher schon gesehen, das Bild von der Knochenabbauzelle, die hier über den Knochen drüber kriecht und eben Löcher hineinmacht. Und wenn Knochenabbau und Anbau im Gleichgewicht sind, ist es ja kein Problem. Bei Osteoporose ist es eben so, dass die Knochenabbauzellen aktiver sind und eben darum ist es eigentlich logisch, dass man versucht, diese einzubremsen. Und das können zum Beispiel die Bisphosphonate. Hier eine normale Knochenabbauzelle und Sie sehen hier die kleinen Füßchen. Mit diesen Füßchen wird der Knochen aufgelöst. Wenn Sie jetzt einen Bisphosphonat nehmen, dann wird dieses Medikament, sucht sich den Knochen direkt zu diesen Zellen. Also ein Teil wird gleich ausgeschieden über die Niere und der andere Teil, der sucht sich ganz spezifisch nur diese Zellen aus und wird hier aufgenommen. Und Sie sehen, sobald dieses Medikament in der Zelle ist, dann gehen diese Füßchen verloren. Und damit kann die Zelle, die Abbauzelle, nicht mehr den Knochen abbauen. Die Zelle wird auch kürzer leben und sie wird weniger funktionieren. Und damit ist eigentlich ein wesentliches Therapieziel erreicht, weil nämlich die Knochenanbauzellen von diesem Medikament nicht getroffen werden. Ja, und vielleicht noch auch zur Illustration, weil es recht gut zeigt, auch jetzt mit diesen Bisphosphonaten, da hat man mit einer speziellen Computertomographie kleine Knochenstückchen untersucht. Das sind jetzt Stückchen aus einer Tieranalyse, wo auf der linken Seite ein gesundes Tier ist. Das ist ein Tier, das eben, dem man die weiblichen Sexualhormone entzogen hat, praktisch die Situation wie bei der Menopause. Führt es zu einem deutlich dünneren Knochen, glaube ich, ist ganz gut zu sehen. Und auch diese Tiere hatten diesen Wechsel, diesen künstlich herbeigeführten Wechsel. Und warum haben die keine Osteoporose entwickelt? Weil sie eben ein Medikament, ein Bisphosphonat abbekommen haben. Und in der richtigen Dosis hat man eben gesehen, dass trotz Wechsel eigentlich keine Osteoporose sich gebildet hat. Und ich glaube, das sind schon sehr überzeugende Daten, dass man diesen Medikamenten auch vertrauen kann. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Studien, die das dann auch bewiesen haben. Und wir haben diese Medikamente jetzt schon 14, 15 Jahre im Einsatz und haben also relativ viel Erfahrung damit. Möchte aber auch noch erklären, weil es auch etwas ist, was im Alltag viele beschäftigt, was kann man erreichen mit diesen Medikamenten? Und wenn Sie in Ihrer Knochendichte-Messung sehen, ja, dass Ihnen vielleicht 10, 20, 30, vielleicht auch 40% Knochendichte fehlt, dann werden Sie vielleicht manchmal enttäuscht sein, wenn dann in der Knochendichte-Messung steht, nach 3 Jahren, ja, Ihre Knochendichte ist in der Wirbelsäule um 6% gestiegen. Das ist so der durchschnittliche Anstieg, den man erreichen kann. Oder am Schenkelhals, am Oberschenkel, ja, um 4%, dann ist oft die Diskussion, ist das nicht etwas zu wenig? Von der Zahl her schon, aber wir wissen, dass trotz dieses geringen Knochendichtezuwachs die Stabilität überproportional besser wird. Und das heißt, man hat also auch mehrfach nachweisen können, dass das Knochenbruchrisiko mehr als halbiert wird durch solche Medikamente und es braucht gar nicht einen wesentlichen riesigen Knochendichteanstieg. Das ist gar nicht erforderlich. Es ist schön, den zu haben, aber das Medikament wirkt auch ohne großen Knochendichteanstieg. Und das ist jetzt am Beispiel der Bisphosphonate erklärt, gilt aber auch für die anderen Medikamente, die sozusagen verfügbar sind. Ja, und ob Sie jetzt das einmal täglich nehmen, das Medikament, oder einmal pro Woche oder einmal pro Monat, das sind gleich wirksam. Sie müssen alle 30 Minuten vor dem Frühstück nehmen mit einem Glas Wasser. Und sollten Sie Magen-Darm-Probleme haben, kann man das auch einmal im Quartal geben oder eben als Jahresinfusion. Auch das ist sicherlich sympathisch, wenn man das nur einmal im Jahr über eine 15-Minuten-Infusion sich geben lassen kann.
Und jetzt, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, möchte ich Ihnen jetzt die restlichen Dias ersparen. Und vielleicht das noch nicht. Zur Ballonkyphoplastie ist zu sagen, das ist also eine Methode, wenn man einen Wirbelbruch hat und starke Schmerzen hat, die auf Standardtherapie nicht besser wird, wäre es eben möglich, mit einer Nadel hier in den Wirbelkörper vorzugehen, wie Sie es eben hier sehen, mit dem Ballon den Wirbel aufzurichten, aufzublasen und dann Kalk einzuspritzen. Damit kann man diesen betroffenen Wirbel eben vor allem wieder an der Höhe aufrichten. Das ist sicherlich etwas, was erstens schnell schmerzwirksam ist und auch viel Stabilität bringt. Aber die Methode hat nicht nur Vorteile und ist immerhin ein kleiner Eingriff, sodass wir das eigentlich sehr, sehr zurückhaltend einsetzen. Ja, und damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre lange, lange Aufmerksamkeit bedanken und nochmal den Ratschlag und das Plädoyer: Achten Sie auf Ihre Fitness und auf Ihren Knochenstatus. Vielen Dank.